Habt ihr ungefähr das Thema des Blattes erahnen können? Das war ziemlich geistig. Das ist wohl wahr. Das habe ich nämlich auch lecker schon gestern neu vorbereitet. Das soll wohl so sein. Okay. Ich meine jetzt viel halt lecker zu kommen. Bin ich wieder reingefallen? Super, super. Okay, die Geschichte von dem ersten Lied, weiß nicht, ob ihr die alle schon gehört habt. Ich verkürze sie. Dieses Lied wurde geschrieben in Amerika, gab so Lobpreisgemeinschaft, riesengroß etc. Und sowas geht über die Jahrzehnte, übers Land, Anbetung, Lobpreis, Treffen, all diese Sachen mit Hunderten von Leuten und so. Die Band ist da, alles ist wunderschön und der Strom fällt aus. Und auf einmal ist die E-Gitarre stumpf. Und auch nichts mehr raus und überhaupt alles ist stumm. Und interessanterweise ist es so gewesen, dass man eine kurze Weile nichts mit sich anfangen konnte. Und der das Lied und andere haben auf einmal bemerkt, dass wir den Lobpreis zu Gott gemacht haben. Und daraufhin schrieb er dieses Lied, dass er sagt, guck mal, wenn wir keine Musik mehr haben, keine Liedertexte mehr haben, scheint uns anscheinend Gott zu fehlen. Und das ist doch seltsam. Und daraufhin wurde dieses Lied geschrieben. Die Musik war halt, also die war zu Ende, und auf einmal war alles still. Und ich bin einfach da, was kann ich tun? Wertvoll soll es sein, dass sich dein Herz freut. Ich bring dir mehr als ein Lied. Denn ein Lied nur an sich ist nicht, wonach du dich sehnst. Naja, braucht Gott Lieder? Der kennt die alle schon. Der kennt die Lieder von morgen, die sind noch gar nicht geschrieben worden. Und ich glaube, die Engel singen auch ganz gut. Also unser Stimmchen ist jetzt nicht unbedingt das, was man anpreisen sollte. Du suchst viel tiefer in mir. Durch den äußeren Schein siehst du mitten ins Herz, das, was du eben erwähnt hättest, Herr, schau das Herz an. Ich kehre zurück zu dem Herz der Anbetung und das ist Jesus. Das Herz der Anbetung ist Jesus, ist nicht die schöne Melodie, ist nicht C-Dur und A-Moll, denn es geht nur um dich, Jesus. Ich glaube, da wird man auch immer so oft erwischt. Das ist wie die Stelle in der Offenbarung, wo es heißt, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässest. Da fühlt man sich auch meistens immer ertappt, sage ich jetzt mal so. Ja? Und wo man sich nicht ertappt fühlt, da wird man auf jeden Fall nachdenklich und sagt, Gott, leuchte nochmal in mein Herz rein. Ich fühle mich überhaupt nicht so ertappt wie heute Morgen. Ich fühle mich so eigentlich ganz okay mit dir und yay. So war diese Geschichte passiert damals, ist schon sehr lange her, es war 2000, ach, ganz lange her. Die Musik ging aus, die hatten keinen Strom und dann auf einmal fehlte der Sinn bei der Sache. Und eigentlich sollte Jesus der Sinn der Sache sein und nicht die Musik. Bye.